Okay. Habe ich das Spiel lange nicht mehr gespielt. Das könnte mir zum Verhängnis werden. Die Aufnahmepause war dann doch ein bisschen gigantisch. Lydia, kommst du mit? Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Steuerung im Kampf und so weiter noch drin habe. Und die nächste Aufnahmepause wird dann noch mal ein bisschen heftiger. Weil gerade andere Projekte anstehen. Ja, was war denn jetzt, was war der Plan der letzten Aufnahme? Was hatten wir vor? Geistiges Gift. Schädlingsproblem, das. Okay, ich glaube. Wollten wir wirklich eine Sidequest weitermachen oder? Okay. Vergangenes Zweck hat das notiert, hat das angewählt. Normalerweise. Ich habe jetzt nicht reingeschaut, was am Ende der letzten Aufnahme war. Ich habe das hier markiert, also würde ich da schon irgendwie. Dann wird sich Vergangenheitstraggy daran sich was gedacht haben. Ansonsten haben wir hier, glaube ich, die Hauptquest. Wir müssen noch irgendwas für den großen Drachen, für den Meister der Graubärte, müssen wir noch irgendwas holen. Müssen wir irgendwie zu einem Portal in die Vergangenheit, war das. Dann machen wir erstmal das, was wir ausgewählt haben, würde ich sagen. Wo ich das markiert habe. Vergangenheitszweck hier. Honigbräuerei. Kann man nicht vorstellen, was da Wichtiges gibt, aber okay. Wie prachtvoll unser Pferd ist. Ist doch immer großartig. Hallöchen. Was starrt ihr so? Seht ihr nicht, dass ich Probleme habe? Ja, deine Beimann haben wirklich Probleme. Seht euch doch mal um! Ich soll für den Hauptmann der Wache eine Metprobe des neuen Honigbräus abhalten. Wenn er die Brauerei in diesem Zustand sieht, bin ich erledigt. Wirklich? Und ich schätze, ihr tut das nicht einfach aus Freundlichkeit, oder? Natürlich nicht. Ich hoffe, ihr erwartet keine Bezahlung, bevor die Arbeit nicht erledigt ist. Nein, aber danach. Ich möchte nur, dass dieses Ungeziefer ein für alle Mal erledigt wird, bevor mein Ruf komplett dahin ist. Ich habe Gift gekauft. Mein fauler und nichtsnutziger Assistent Malus sollte sich darum kümmern. Ich glaube, das war die Quest von der Liebesgilde. Wenn ihr das ins Nest des Ungeziefers legt, sollten sie nicht mehr zurückkommen. Kommt zurück, wenn jedes einzelne dieser Dinger tot ist. Okay. Jetzt muss ich hier aufräumen. Das Nest. Aha. Krieg auf den Kessel mit Honigbräu. Mhm.
Stimmt, wir haben die Aufgabe für Diebesgilde, jemanden zu vergiften. Das war's. Ich erinnere mich düster. Können wir beide Quests? Wir hätten vorher das Geld verlangen sollen. Wir werden die Quest wahrscheinlich jetzt nicht machen können, dann werden wir das Geld nicht kriegen. Ja. Giftigen Ungeziefer. Verdammt, das war eine wichtige Quest. Vielleicht jetzt dadurch verkackt zu haben, dass wir das Geld nicht im Vorhinein verlangt haben. Okay, das ist wahrscheinlich die Vergiftung. Wir brauchen einen Schlüssel. Wo könnte man einen Schlüssel finden? Ich hoffe, das fällt nicht auf, dass wir hier klauen. Schlüssel brauchen wir. Er klaut einfach seinen ganzen Vorrat. Das wird er schon nicht merken. Jetzt gehen wir noch rein zu ihm. Ist noch irgendetwas unklar? Denkt daran, ihr werdet erst bezahlt, wenn alle tot sind. Wo ist euer Schlüssel zu dem... Versteckt euren Schlüssel für die Tiere zu drüben. Einen Helmtrank nutzen können wir nicht. Dass wir uns einen Helmtrank für das Gift aufbewahren und einen Helmtrank für Dingens. Ich hoffe, wir fallen hier nicht auf. Und wir haben nicht mehr so viele Dietricher. Ich glaube, wir müssen da rein. Hier ist nicht, dass jedes Ding einen Ton macht. Das Knacken macht Töne. Ich hätte vorher mal speichern sollen, oder? Das war's fast. Nochmal über die Tür zu. Honigbeutel, Karaffe, Silberhalskiste, Kletter, Silberbarren, Geldbeutel. Was sollen wir hier machen? Warum sind wir hier?
Schatulle. Will nicht entdeckt werden. Kessel mit Honigbräu. Das ist kein Kessel mit Honigbräu. Krugbecher. Ich hoffe, es fällt nicht auf. Mit Tapfern sind wir eher am Arsch. Die Kiste mit Honig brauchen wir jetzt. Okay, so kann man nicht rein. Schlüssel haben wir auch noch nicht gefunden. Und da muss doch irgendwo ein Schlüssel sein. Das sind doch seine Privatgemächer. Wenn er irgendwo einen Schlüssel hat, dann dort. Schau dich nochmal gut um. Vitrine, hier ist nix. Kein Schlüssel irgendwo. Eine Kette, eine Vitrine ist hier. Ja, das war's. Eine Schatulle wär vielleicht der Schlüssel gewesen. Das wäre gut denkbar. Aber wo kriege ich die Triche her? Ich habe Geld geklaut. Wird das jetzt noch schief gehen, wenn ich da jetzt... Wird ihm das auffallen, wenn ich da jetzt an ihm vorbeilaufe? Ist noch irgendetwas unklar? Habt ihr die Triche zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Essen hat er. Warum steht ihr dann hier rum? Ich habe dem Hauptmann gesagt, dass bis zur Mietprobe alles in Ordnung ist. Er könnte jede Minute hier sein. Ja, großer Gott. Denkt daran, ihr werdet erst bezahlt, wenn alle tot sind. Ach, ich wurde schon bezahlt. Werft einen Blick darauf. Ich versuch's ja. Okay, verkauft keine Dietriche, das wäre ja noch lustiger. Daran, ihr werdet erst bezahlt, wenn alle tot sind. Wenn wir ihm Dietriche mit seinem Geld abkaufen könnten, das wäre echt lustig. Verdammt. War das nochmal, wie zieht man sich dieses Schwert mit R doch, oder? Waffen, 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 Waffen. Angst. Er hat gesagt, wenn alle tot sind. Wir müssen die nicht vergiften, nicht unbedingt. Wie werden die vernichtet? Du stehst aber schön hier. Wir haben hier schon viel genug gestohlen. Wenn wir auffliegen, sind wir hier gerichtet. Wir werden doch hier nicht gegen ein paar Ratten verlieren. Nur große Ratten. Wo sind die? Ja. Von allen Seiten. Ich
Wir können das Nest doch bestimmt auch mit der Axt zerstören. Ach du Scheiße, die auch noch. Das hat mir ja noch gefehlt. Ein Spinnennest. Na komm, Spinne. Und die anderen. Da. Wach. Spinnenangst. Ich find's nicht gut. Hey, trinken haben wir natürlich keine. Und wir können noch essen. Ganz Käserad. Wahrscheinlich muss ich nicht so viel essen. Und tue es trotzdem immer. Okay. Wir sind hier, wo ist das? Ach so. Au! Hier ist das Nest. Wie geht's weiter? Hey, wer kann denn hier? Wer von den Ratten kann denn die zaubern? Fantastisch. Totgebissen. Ah, zu der Checkpoint. Waffe. Geht ja mal vor, wer auswählen können. Giftiger Skeber. Ein Hahn. Schlüssel liegt nicht zufälligerweise irgendwo rum. Ich glaube, ich habe einfach Mehl. Ja, noch einmal. Das sind ganz mächtige Tierchen. Was zum Henker? Ich bin dumm. Die Waffe ist schon gleich ausgepackt zu haben. Bitte umschlagen. Das mächtige kleine Tierchen. Au. Unglaublich.
Ja. Jetzt eine große. Fuß runter! Den Futter genutzen. Warte, ich hab da was im Kopf, da können wir. Das müsste doch möglich sein. Ich glaube, da müssen wir erstmal zu den Drachen hin. Die eine Kraft zu verstärken. Magie war es, glaube ich. Ich glaube, da hätten wir den. Wenn wir den Drachen fragen müssen. Laufen wir jetzt zurück oder nicht? Gefahr erkannt, Gefahr gewandt. Die Ratten, die mich umgebracht haben. Ich hab irgendwie einen Zauberer, der mich angegriffen hat. Woher kommt's? Was? Wie? Warum? Was treibt er hier? Heilige Scheiße. Hat dir nicht viel gebracht. So, we go again. Ich glaube, wir rennen da einfach mal durch. Wo wir können. Wir sollen jetzt zwar alle töten, aber drauf geschissen. Wenn sie mir im Weg stehen. Au. Au. Es ist doch nicht zu fassen. Das ist doch völlig wahnsinnig. Was ist denn für eine blöde Sidequest? Wie stark sind denn die scheiß Biester? Hält der aus? Er lebt immer noch. Habe ich zweimal geschlagen mit der Axt. Die löse ich auf dem Rückweg aus. Und das meine Axt scheiße oder die Waffen und hier. Ich habe eine 27. Das ist nicht schlecht. Damit habe ich schon andere Gegner getötet. What? Die machen Schaden. Große Güte. So,
würde meine Axt nicht treffen. Laufen wir rückwärts oder was? Tatsache. So verwirrt man mich schon. Aha. Orientierung sind wie eine Bratwurst. Genau so. Hier kam irgendwann der Magier. Was auch immer der hier treibt. Das ist so gut, dass man die Falle kaum sieht. Ich weiß, dass sie da ist. Hier war das. Guck mal hier rein. Warum lebt der noch? Warum werde ich jetzt hier angegriffen? Der kann mich doch noch gar nicht erreichen. Was ist das hier? Was zum... Warum grillt der mich mit einem Blitz? Ach komm. Vergifte deinen Scheißkeller selber. Das ist mir zu, das ist. Nein. Da habe ich noch das. Da vergiss es. Leck mich am Arsch. Das ist mir. Da habe ich noch kein zu hohes Level. Meine Axt ist scheinbar gegen ein paar Ratten zu schlecht. Ich bin zu blöd dafür. So schlecht. Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Wo zur Hölle bin ich den verdammten Schlüssel? Da gibt es einen alternativen Eingang. Eine Hintertür. Na, selbstverständlich nicht. Die Tür findet man dann am Ende des Gehwerkelas dort. Joa. Wird nichts bringen. Außer dass meine Axt schaut sich stark. Wo hast du wichtig deinen Schlüssel? Unklar? Ja, wo hast du deinen Schlüssel? Uff. Ist noch irgendetwas unklar? Nein, ich mach deine scheiß Quest nicht. Mach selber.
Dietrich habe ich natürlich keine mehr. Schnellreisen kann ich hier wahrscheinlich auch noch nicht. Natürlich. Ich vermute es in der Truhe. In der Schatulle dort. In seinem Schlafzimmer. Wo denn auch sonst? Da haben wir uns so schön reingeschlichen. Ich habe gehört, dass Sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Ich habe hier einige gute Stücke, Wind. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Dietrich. Ein Dietrich. Fantastisch. Das wird's bringen. Vergesst nicht, auf drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Wir haben kleine und große. Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Und was für ein Dietrich? Und welche Waffen die stärker sind als meine Nachthöhler? Ja, der Kriegshammer, aber der ist auch ineffektiv. Nein, die Axt, aber bevor ich eine magische Axt nehme, nur eins stärker ist. Nee. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Ich guck mal beim Gemischwarenhändler vorbei. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles. Ich würde euch sogar einen eurer Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Dietrich, toll, ich nehme 6. Bitte kommt wieder. Ich muss lernen, öfters zu speichern. Da fange ich an zu stottern. Nein, darunter gehe ich nicht mehr. Du gingst hier hoch. Schatulle soll leer sein. Okay. Hier ist nicht da. Im Namen des Jahres. Hä, bitte was? Hat mich doch keiner gesehen. Im Namen des Jahres, bleibt stehen. Wo kommt denn der jetzt her? Das verscherze ich mir ja. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ihr geht jetzt besser. 120 Goldstücke. Ihr geht jetzt besser. Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen.
Pass nächstes Mal etwas besser auf. Hier geht jetzt besser. Die Wache wird vielleicht nervös, wenn sich eine Frau mit gezogener Waffe nähert. Ja, was macht sie? Was greift die Wache mich auch an? So, dann lassen wir mal die Quest sein. Ist mir scheißegal. Ich weiß nicht, was ist jetzt hier? Geht jetzt hier mit der Hauptquest weiter? Schriftrolle der Alten. Ich habe den Meister der Graubärte getroffen, genau das. Sagt er jetzt, darum. Genau, und die Elder Scrolls müssen wir jetzt lesen. Okay, da können wir mal hin. Der macht den auch noch nicht. Von Windhelm aus reiten wir jetzt ein bisschen nach Norden.